Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Enclave. Heute ist nochmal der letzte Tag, also der Tag, an dem ich die letzte Folge beendet habe, ist heute auch. Und wir sind hier auch bei der letzten Mission, Vatar. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und versuchen, Vatar zu besiegen. Und zwar auch mal wieder mit dem Ritter. Okay, wie viel Gold haben wir? Können wir irgendwas Besseres? Ich guck mal, ob ich, hier noch was besser nehmen kann. Schwere Rüstung ist wahrscheinlich das Beste, genau. Die Feuerklinge. Welche Waffe hatten wir denn vorher, bitte? Die gibt's irgendwie nicht mehr. Wir haben die einfach mal einmal weggemacht, glaube ich. In den ich weiß es nicht. Ahnenschild. Okay, benutzen wir mal die Feuerklinge und dann auf ins Gefecht. Wir sind ja auch letztes Mal eigentlich schon ganz weit gekommen. Aber hoffen wir mal, dass wir... Was war das gerade für ein Ton? Hoffen wir mal, dass wir dieses Mal Vatar besiegen können. Okay, jetzt wissen wir auch ein bisschen, was wir machen müssen. Und zwar lassen wir dich gleich einfach mal in Ruhe und laufen hier zum Teleport. Oh, das sieht doch schon mal gut aus mit der Waffe. Mit einem Schlag. Davor, keine Ahnung, 4 Schläge oder 5? Ich weiß nicht genau. Das ist natürlich jetzt richtig praktisch. So, jetzt kommt da glaube ich noch einer, oder? Ja, genau. So. Dann hau ich da einfach mal ganz schnell ein bisschen drauf. Genauso wie auf dich. Dass es auch ziemlich schnell geht. Ist echt ein Unterschied als jetzt wieder vor. So. So, nehme ich nochmal vorsichtshalber nochmal ein. Heiltrank schnell. Und letzter Schuss, oder? Ja, genau. Sehr schön. So, ist die Tür da hinten auf, glaube ich. Ist er auch, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal da rüber. Aber ich hole doch schnell hier das dann. Gibt's da noch was? Nö. Da gibt's bloß ein Teleport hier. Wo kommt der hin? So, ärztlich mit 2 Schlägen, das finde ich auch ganz toll. So. Dann in die Tür, da kommen wir in diesen Magenraum, glaube ich, oder? Ja, genau. Da kommen jetzt auch ein paar Skelette, die wir einfach mit einem Schlag töten können. Oder? Kommst du mal, ein Skelett? Dann hole ich mir erstmal nochmal dich hier und dich da drüben auch noch. Ey! Jetzt läufst du weg. Hallo. Ist echt gut mit der Feuerklinge, muss ich echt sagen. Naja. So, 500 Gold schon. So, ich hoffe, du bist der Letzte. Bist du? Ja, bist du. Sehr schön. Okay. Dann müssen wir da lang. Da kommen jetzt, glaube ich, bloß ein paar. Die kann ich alle mal töten. Es geht ja ganz schnell eigentlich. Wie komme ich da hin? Weiß ich nicht. Hallo, Vatar. Na super. Jetzt sterbe ich auch noch weiter. So. Okay, der hat nochmal einen Heiltrank, den möchte ich eigentlich gerne haben.
Machst du irgendwas? Nee, ne? Okay, doch. Ah, das sind sogar drei Heiltränke. Dann nehmen wir nochmal schnell einen Heiltrank. Gehen durchs Portal. Ah, Balliste. Okay. Hey. Muss ich auf dich draufschießen? Nee. Wahrscheinlich aufs Herz. Ja, das ist ja auch wieder grün angezeigt. So. Neun Heiltränke haben wir auf jeden Fall. Dann wechsle ich immer ein bisschen hin und her mit der Balliste. Hey. Was soll denn das? So kann ich gar nicht aufs Herz schießen. Kommen die Pfeile überhaupt an? Ich hoffe doch, oder? Schnarch. Ich bin mir nicht allzu sicher, ob das hier was bringt. Hm. Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Ah. Wahrscheinlich muss ich erst das Ding zerstören. Das wäre logisch. Okay, nochmal schnell Halt rein drücken hier. Ach, trink doch mal schneller. Ich muss das Skelett mit einem Schlag töten. So, noch ein Heiltrank. Wir haben hier noch sieben. Das reichte locker. Mann, ich halte immer gedrückt hier. Boah. Und nochmal schnell zu der anderen Balliste rüberrennen. So. Was ist mit deinem Herz, ne? Vater oder Vater, keine Ahnung. Okay, Heiltrank noch schnell. Hä? Ist der größer? Hä, was war das jetzt? Hä? Okay, Herz blutet schon. So einfach schön draufballern. Und Skelette währenddessen töten. Okay, dann nehme ich nochmal jetzt einen Heiltrank. Wie lange dauert? Ah, jetzt, okay. Jetzt, wie sieht's aus? Bist du weg? Oh, er ist weg. Was ist jetzt mit mir? Darf ich jetzt hier runterrennen oder runterspringen? Er ist da unten. Kann ich dir irgendwie Schaden zufügen? Hey, Balliste. So. Ich probiere mal, ob ich mit der anderen Balliste da drüben abschießen kann. Nee. Ich kann den Schaden zufügen. Sehr schön. Ich hoffe mal, wir haben genug Pfeile dabei. Das einzige Problem ist bloß, ich sehe die Lebensanzeige nicht, aber ich denke mal, dass es nicht allzu lang dauert. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Immer schön ausweichen und drauf schießen. Okay. Wie viel Leben hat denn der jetzt noch, bitte? Ui, das war knapp.
Wie lange dauert das noch? Ich kann mich bloß noch erinnern, bei Gothic 1, Minecrawler-Königin da, mit dem Langbogen, konnte man 1000 Pfeile draufschießen, dann war die auch tot. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen daran. Also bei Gothic 1. Also 120 Pfeile haben wir noch. Ich hoffe mal. Treffe ich dich wirklich mit dem Ding nicht hier? Nein, treffe ich nicht. Ich mache bloß selbst Schaden. Oh, geschafft. Sehr schön. Mission geschafft. Es wurden 500 von 700 Goldstücken gefunden. 500 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Hervorragend. Durch den Sieg über Vatar wurde die Kampagne des Fissers freigeschaltet. Sie kann nun unter dem Menüpunkt Neues Spiel ausgewählt werden. Jetzt